Hallo. So, jetzt bin ich hier. Wahrscheinlich nicht ganz freiwillig, aber wie gesagt, jetzt bin ich hier. Auch nicht ganz freiwillig war mein Werdegang von meinem Leben. Kurz muss ich meine Geschichte ganz vorne beginnen. Ich war Sozialbetreuer. Mit Herz und Blut war ich für Menschen mit besonderen Bedürfnissen in besonderen Lebenslagen bei ihnen, habe sie begleitet und im Vordergrund stand immer, sie irgendwie am Leben, an einem normalen Leben teilhaben zu lassen, mit den ganzen Hürden, diese Hürden zu überwinden, für das das Kind oder der Mann oder wie auch immer der Mensch die Hürden nicht so mitkriegt. Wie gesagt, ich war Betreuer und hatte kein Hobby. Und irgendwann wurde das dann schön streng, psychisch, und ich suchte einen Ausgleich. Hab's mit Sport probiert, mit verschiedenen, kein gutes Ergebnis, und bin dann zufällig auf Samen gestoßen. Hab die ersten Samen in der Hand gehalten und gesehen, das interessiert mich. Habe mich dann in die Onlus-Organisation von Österreich, in die Ache Noah, eingeschrieben. Die haben mir dann das Handbuch, das Erhalterhandbuch, zugesendet. Und dort sind extrem viele Sorten drin, von denen ich überhaupt noch nie etwas gehört habe. So wie ich war, habe ich mir gleich 200 Sorten bestellt. Über 220 waren es damals. Habe mir einen kleinen Garten angelegt und versucht, die 220 Sorten zu ziehen. Der Erfolg war gegeben. Ich hatte den Ausgleich zu meiner Arbeit. Es tat mir gut. Ich konnte mich entspannen und das wollte ich. Diese 220 Sorten habe ich eigentlich ausgewählt, nur des Namens wegen. Ich konnte keine. Ich kannte nicht die Erdmandeln, ich kannte nicht die Glücksklärübchen. Aber der Name hat mir gefallen und ich habe gesagt, gut, die baue ich an. Bis zum Ende von Jahr habe ich sicher nicht die 200 Sorten weitergebracht. Kann ich mich nicht erinnern, wahrscheinlich war ich froh, dass es weniger sind, weil ich habe den Überblick verloren. Das war eigentlich ein Vorteil, weil somit habe ich gesehen, dass ich mich konzentriere auf den, was wächst und nicht auf den, was fehlt. Dann habe ich eben mein Hobby gelebt, habe dann einen Koch kennengelernt, der mir gesagt hat, ich soll die Raritäten, wusste nicht einmal, dass das Raritäten sind, für ihn anbauen. So, ich sage immer, so wie ein Südtiroler Remisch, dann sieht er das Geld und sagt, gut, so ein Spielchen mit dem Garten kann ich nicht mehr machen, jetzt muss ich Geld verdienen. Das heißt, rationell den Garten anlegen, so wie ich es gelernt habe, in meinen Augen Monokulturen, um eben rationell arbeiten zu können. Hab's gemacht. Ende Juni war alles krank von Insekten befallen und hatte eigentlich nichts mehr zum Verkauf. Habe mir eine Beratung hergeholt am Hof und die haben mir dann klipp und klar gesagt, du musst düngen, du musst spritzen. Dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Dann habe ich gesagt, gut, man kann Gemüse ohne dem nicht anbauen. Dann habe ich gesagt, gut, ich bleibe Sozialbetreuer und mache meinen Hobbygarten. Das hat mir dann aber alles keine Ruhe gelassen, weil ich ja die Jahre vorher im Hobbygarten relativ eine gute Ernte immer hatte. Ganz wenig, aber es war immer alles ok. Haben mir dann im Internet ein bisschen schlau gemacht von Mischkultur. Bin auf Permakultur gestoßen, kannte das Wort damals noch nicht. Und Mischkultur auf Beachtung Pflanzgemeinschaften. Habe das dann versucht zu lernen, mir anzeigen und habe gesehen, das ist mein Weg. Den will ich gehen. Ich war immer noch Betreuer. So nebenbei. Dann habe ich angefangen zu produzieren. Es ging relativ gut, muss ich sagen, mit der Mischkultur, mit den ganzen verschiedenen Sachen. Damals hatte ich vielleicht 200 verschiedene Sachen.
relativ wenig, 150, 200, ja. Habe das dann angebaut für die Küche, dann kam, sage ich mal, die Lernzeit im Ackach und auch zum Verkauf. Ich wusste ja nicht, wie die Sachen aussehen müssen und wie sie in der Küche verwendet werden. Habe es dann schön langsam gelernt und ich musste, weil ich ja berufstätig war, ganz viel in der Nacht arbeiten. Das heißt, ich habe jeden Tag bis 2 Uhr morgens im Feld gearbeitet. Das Unkrautjäten war eigentlich Nachtarbeit. Damals meine Freundin, jetzt Frau, und meine Eltern haben gesagt, er spinnt. Mit denen müssen wir in die Psychiatrie. Heute sage ich, es war das Beste, was mir konnte passieren. Und zwar habe ich die zweite Seite der Natur gesehen, die Nacht. In der Nacht ist alles viel ruhiger, auch selbst ist man ruhiger und man beobachtet die Insekten, die arbeiten anders, bei Tag und bei Nacht. Und so konnte ich viele Beobachtungen machen. Es gab dann auch so Problemchen, würde man sagen, mit Schnecken und so. Schnecken, die fressen mir die schönen Pflanzen. Irgendwann, logisch, dann kriegt man so einen Kampf einstellen und denkt, du blöde Schnecke. Habt es dann wieder als eben Betreuer, das was ich als Betreuer gelernt habe, versucht mich in die Schnecke hineinzuversetzen. Was will die Schnecke, warum macht sie das? Die Schnecke ist ein Destruent, würde eigentlich nie gesunde, gute Pflanzen fressen. Und so habe ich begonnen, mich eigentlich in alle Insekten hineinzuversetzen. Mit Hilfe von meiner Ausbildung als Sozialbetreuer. Und jetzt, heutzutage, sage ich eigentlich, wenn man ein Problem hat mit einem Insekt, dann ist es mein Fehler gewesen. Die Insekten zeigen mir nur, so nicht, mach's anders, dann lassen wir deine Sachen in Ruhe, aber wir brauchen auch was. Und mit dieser Einsicht ging es dann alles viel besser, ganz schnell. Ich hatte keine Probleme mehr. Das zum Beispiel, ich hatte 100 Salatpflanzen, normalerweise setzt man 80, weil 20 sind so nicht schön, und die schmeißt man weg. Und das ist falsch. Ich setze die 20 für die Schnecken. Die sollen die Schnecken fressen. Und 80 kann ich verkaufen. Und so versuche ich das dann auf allen Insekten und irgendwie auf dem Boden zu machen. Dann kam schön langsam der Erfolg mit dem Verkauf. Ich hatte anfänglich Probleme, aber das sage ich jetzt nicht, mit dem Verkauf, weil niemand kannte die Sachen und irgendwie hatten alle Angst. Von Erdmandeln, das sieht aus wie gebratene Maden oder so. Irgendwann ging das dann relativ gut und mein Betrieb ist gewachsen. Somit auch die Arbeit, aber die Vielfalt nicht. Und als ich meinen Acker vergrößert habe, mit der gleichen Vielfalt, habe ich gesehen, jetzt kommt da wieder eine Unruhe rein. Und dann habe ich begonnen, die Vielfalt zu erhöhen. Jedes Jahr. Das kam mir dann auch zugute, weil ich hatte persönlich familiäres Problemchen, und zwar, es ist ja als Hobby gestartet. Jetzt wurde es beinahe Arbeit, oder fast Arbeit, 2008 habe ich die Arbeit gelassen, wurde es Arbeit, jetzt hatte ich wieder kein Hobby mehr. Aber ich hatte eine Arbeit, die war 7 Tage. Dann habe ich das so gut gelöst, indem ich gesagt habe, gut, Arbeit ist das, was ich verkaufe. Hobby, die neuen Sorten. So mache ich mir jedes Jahr, habe ich mir jedes Jahr neue Sorten angeeignet oder versucht zu kriegen und probiert, die anzubauen und versucht, auch dort bei den Pflanzen, sie zu kennen. Und erst wenn ich sie kenne, so wie mit allem Leben, kann ich sie zur Produktion bringen. Aber die ersten 2-3 Jahre muss ich die Pflanzen oder die Sorte mal kennenlernen, um zu wissen, was braucht sie, wie will sie es, wie geht das. Manche Sorten habe ich 7 Jahre Arbeit.
Heuer bin ich bei einer, die ist 13 Jahre jetzt, wo ich versuche, eine Produktion zu machen. Bis jetzt nicht so richtig geschafft. Ich schaffe sie weiter zu vermehren, aber keine Produktion. Aber ich gebe nicht auf, weil sie ist extrem gut zum Essen. Ganz geschmackvoll und gut. Wie gesagt, ist der Betrieb gewachsen, habe dann 3 Saisonsarbeitskräfte angestellt. Und zufälligerweise hat mich das DER-Institut gefragt, ob ich bei einer Pilotgruppe zur Gemeinwohlbilanz mitmachen möchte, Gemeinwohlbilanz erstellen für die Landwirtschaft. Diese Arbeit dauerte 2 Jahre, glaube ich. Und damals bin ich drauf gekommen, nee, wachsen will ich nicht mehr. Ich will wieder so werden wie früher. Und das hat mir Corona weitergeholfen. Weil Corona, als die Schließung der Restaurants kam, wusste ich nicht, wie geht es jetzt weiter. Habe ich keine Angestellten mehr genommen. Meine, die ich 10 Jahre hatte, habe ich gesagt, sucht euch einen anderen Job. Ich bleibe jetzt mal allein. Und jetzt ist dann der Gedanke entstanden, das Mann Organic zu gründen. Anstatt selbst zu wachsen, Kollegen zu suchen. Das heißt, andere Kleinstbauern, kleine Betriebe in Südtirol, die zu klein sind für eine konventionelle Landwirtschaft oder für die normale oder für die 3 Bereiche, die wir haben, aber trotzdem möchten am Hof arbeiten und von denen leben können. Man muss definieren, wie will man leben, aber sagen wir mal, die Rechnungen zu bezahlen. Und das ist das Manna Organic, was ich vor 3 Jahren gegründet habe und versuche eben die kleinen Bauern, die eben Lust haben, mit einzufangen. Ich gebe die Sorten weiter. Wissen in dem Sinn habe ich keins, sondern jeder Bauer muss selbst beobachten und versuchen. Ich kann die Sorten und das weitergeben und sagen, wo die Samen und das alles herzubekommen ist, aber Wissen kann ich nicht vermitteln, weil ich hatte einen Schüler vor 10 Jahren von Rom. Ich weiß nicht, wie der zu mir gekommen ist. Er hat gesagt, er möchte von mir lernen. Hat ein Jahr bei mir gearbeitet. Am Ende hat er gesagt, Harald, 3 Tage habe ich von dir gelernt. Die andere Zeit war ich dein Sklave. Und ich habe gesagt, ja, das ist so. Er hat von mir gelernt, macht das Gleiche jetzt in Rom. Ich war das letzte Mal vor 3 Jahren bei ihm und habe sein Feld gesehen und habe gesagt, nee, der hat nicht von mir gelernt, das sieht anders aus. Wenn man dann das Feld genau beobachtet, wieder die Beobachtung, dann ist es das gleiche System. Und ich sage, es ist das Feld, die Natur, die passt sich einen an den Bauer an und der Bauer muss sich ans Feld anpassen. Und erst dann funktioniert es. Weil viel ist mir aufgefallen, dass viele Bauern irgendwie das Vertrauen der Natur verloren haben. Sie stehen im Kampf. Und wenn man im Kampf gegen die Natur steht, kämpft man eigentlich gegen sich selbst. Wenn ich den Garten beobachte, dann ist jedes Leben, jede Pflanze ist für sich ein Leben. Das Gesamte ist wieder ein Leben. Und da gehören wir alle dazu. Wir sind eines und nicht wir Mensch und die Pflanze und die Tier. Wir ticken alle gleich. Die Pflanzen genauso, sie können sich nur nicht bewegen, aber sonst auch sie sehnen sich nach, dass man sie gut pflegt oder gut zuredet oder sie gut behandelt. Und das bringt dann schön langsam den Erfolg. Was jetzt die Pflanzenvielfalt betrifft, ist das für mich ein Um und Auf. In der Natur gibt es keine Monokulturen. Monokultur ist Kunst. Monokulturen, ja, ich sage immer, ist Arte. Und das ist dann schwierig zum Handeln. Es braucht die Vielfalt und es braucht eine ausgewogene Ausgewogenheit in der Vielfalt, um damit alles sich selbst erhaltet.
dann ist mir vor 2-3 Jahren wieder ein Satz eingefallen von der Volksschule. Und da hat die Frau gesagt, so, jetzt fang ich wieder an zu spinnen. Die Religionslehrerin in der Volksschule hat zu mir gesagt, macht euch die Natur untertan. Das klingt besser. Ist aber nicht. Man muss ein guter König sein. Und schauen, dass dem gesamten Volk gut geht, dann machen sie den Kampf für mich. Das heißt, ich brauche nichts tun. Ich brauche nichts bekämpfen. Ich muss nur schauen, dass es in allen gut geht. Ein gutes Beispiel ist, die rote Schnecke kennt jeder, die spanische. Alle Gärtner, wenn sie die sehen, kriegen die Haare hoch. Und in der Nachtarbeit habe ich eines bemerkt. Wir haben auch Schnecken, kleine, eigentlich ganz nette. Wenn die auf dem Blatt oben die Härchen fressen, was ihr der Pflanze an dem nichts macht oder nur ein bisschen verletzt, wenn die drüber wandert, die rote Schnecke frisst die Blätter nicht mehr. Dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt müsste ich die Kleinen züchten, damit sie alles fressen oder drüber gehen, damit die rote Schnecke nichts frisst. Und so hat sich dann alles eingestellt. Rote Schnecke habe ich so gut wie keine mehr. Das ist eine importierte Art. Sie ist schwächer als unsere. Und wenn man schaut, unsere zu fördern, dann geht die andere. Zudem habe ich noch ein Erkenntnis gemacht. Mit meinen Wildrindern angefangen. Jedes Leben ist von Grund auf faul. Wenn es nichts tun musst, tut es nicht. Ich habe es bemerkt, nicht gewollt. Ich bin mit der Arbeit nicht nachgekommen. Ich musste eben als Sozialarbeiter arbeiten gehen, Garten pflegen, setzen, säen und dann hätte ich noch sollen gießen. Dafür war die Zeit nicht. Mir ist zum Teil so fast alles eingedörrt, würde man sagen. Die Blätter sind richtig gedörrt und vertrocknet. Meine Mutter lief mir hinterher und hat gesagt, Harald, dir vertrocknet, das ist alles kaputt. Ich sage, ich habe nicht die Zeit. Was soll ich machen? Hab dann die Produkte im August den Köchen beliefert, wie zum Beispiel die rote Beete. Hab den eben dem Koch gebracht. Er ruft mich zurück, eine Probe. Wie viel habe ich? Hast du? Dann habe ich gesagt, ja, circa 200 Kilo, 300 Kilo. Gehören alle mir. Ich sage, wieso? Wieso willst du jetzt alle kaufen? Er hatte noch nie so gute rote Beete. Bin ich draufgekommen, dass ich sie vertrocknen habe lassen. Sie haben Stress bekommen. Durch den Stress sind sie weiter runtergewachsen, wurden nicht so groß, aber dafür geschmacklich gut. Dann wusste ich, gut, ihr wollt Stress, ihr könnt ihn haben. Jetzt fange ich an, extrem viel zu stressen. Weil die Tendenz früher, als ich begonnen habe, wollten die Köche alles groß. Große Karotten, große Pastinaken, alles groß. Dann kam die Zeit mit alles klein. Mini, 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 mini. Ich gesagt, gut, muss ich mich anpassen, wie geht das? Gut probiert, dann habe ich die Mini-Karotten rausgenommen und gesagt, geschmacklich nicht viel da. Wie kann ich es schaffen, dass die geschmacklich gut wird? Stress. Ich bin drauf herum gestrampelt. Das heißt, der Karottenweg war mein Fußgängerweg. Ich habe sie gestresst. Und jetzt versuche ich auch mit Nachbarn zu stressen. Das heißt, ich setze, manchmal soll man gewisse Produkte neben andere setzen, um sie zu fördern. Aber dann habe ich auch gedacht, bei meinen Kindern habe ich auch immer, will ich auch nicht immer nur das Beste und beschützen. Es ist nicht gut. Sie brauchen Stress. Und so setze ich jetzt oft Feinde nebeneinander. Die raufen den ganzen Sommer. Aber im Herbst sind sie extrem gut. Und mit diesen Erkenntnissen möchte ich eigentlich andere Landwirte, Kleinlandwirte
fördern oder irgendwie den Mut zusprechen, beginn so zu arbeiten. Es tut gut. Es tut persönlich gut. Du brauchst nicht kämpfen, sondern du kannst spielen. Denn an der Gemüseacker, das Feld, ist für mich eine Art PlayStation geworden. Man zockt. Man probiert. Gut geht's schief, das Jahr drauf probiere ich anders. Ich muss halt ein Jahr warten, aber das ist egal. Man kann ja mehrere Zockereien machen. Und so versuche ich jetzt eigentlich, jedes Jahr nehme ich 20, 30 Sorten dazu. Manche beschäftigen mich länger, manche sind einfach handzuhaben und versuche das dann irgendwie immer weiterzubringen, weil das ist mein Hobby. Und die anderen Sachen, die weiß ich jetzt, wie es geht. Sauerklärrübchen kennt keiner, aber für mich ist Sauerklärrübchen keine Rarität mehr. Ich weiß, wie es geht. Ich habe 7 Jahre brauchte ich, bis ich eine Produktion schaffte von den Sauerklärrübchen. Jetzt, wo ich es weiß, tretet sie bei der Stufe zurück. Sie ist hier und geht in den Verkauf. Andere Sachen ziehen mich emotional eben hinein und ich versuche das irgendwie weiterzukriegen. Und wie gesagt, das wäre die Idee, eben für andere Bauern auch. Eben das Mann Organic gegründet, nicht als Firma oder wo man sonst, sondern eigentlich nur als Netzwerk. Die Idee war, Südtirol hatte 2019 30 Millionen Touristen. Wenn alle Touristiker eine Blüte pro Abend essen aufs Teller tun, wären das 3,3 Millionen Euro. Zurzeit werden die von Holland gekauft und den Gästen gegeben, aber das könnte der Südtiroler Bäuerchen auch. Und so würden wir einige Kleinstbetriebe, denke ich, retten und ein bisschen die Landwirtschaft verändern, das, was für uns alle gut ist. Gut. Das war's. Grazie mille.